Hallo allerseits, ich bin heute auf der IAA Mobility in München und bin hier am Stand von Micro. Die haben den Microlino vor einiger Zeit vorgestellt und ich bin hier bei Merlin Aubotter. Das ist einer der beiden Söhne des Firmengründers. Der wird mir jetzt hier erklären, was es mit dem Microlino 2.0 auf sich hat, den Sie heute das erste Mal hier in Funktion zeigen und den Sie jetzt hier wann auf den Markt bringen wollen. Ja, also genau, das ist der neue Microlino 2.0. Das ist eigentlich ein komplett neu überarbeitetes Fahrzeug. Beginnt eigentlich schon von der Struktur her, wie man dort drüben sieht. Ist eigentlich das erste Fahrzeug in dieser Fahrzeugkategorie L7E, das eine selbsttragende Karosserie hat. Und sag mal, das ist die Basis. Sonst vom Design her haben wir so ein paar Details angepasst. Sicher etwas, das am meisten auffällt, sind die LED-Leuchtleiste ganz vorne. Die gibt dem Microlino halt gerade im Dunkeln einen relativ einzigartigen Look. Ansonsten, sage ich mal, vom Konzept ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Die Tür geht immer noch vorne auf. Und was neu dazu kommt, sind sicher technisch, haben wir drei Batterien jetzt, also 6 Kilowattstunden, 10,5 und 14 Kilowattstunden. Welche Reichweite habe ich damit dann? Das sind, bei der kleinen sind das rund 95 Kilometer, bei der mittleren 175 und bei der großen 230 Kilometer. Und wie schnell kann ich eigentlich fahren? Ich kann mir vorstellen, 50, 60 vielleicht? Nee, also das ist, wir sind limitiert bei 90 Stundenkilometern. Das heißt, man darf auch auf die Autobahn, aber klar, ist natürlich mit 90 gerade in Deutschland eher auf der rechten Spur unterwegs. Gut, und der geht jetzt dann im Herbst in Serienfertigung oder Anfang nächsten Jahres? Nee, also wir starten eigentlich dieses Jahr schon mit der Produktion und wir möchten eigentlich auch schon die ersten Fahrzeuge dann an Schweizer Kunden ausliefern noch dieses Jahr. Und ich denke, ab nächsten Jahr werden wir dann auch in anderen Ländern unterwegs sein. Das heißt also, 66 Jahre nach der Einführung der Isetta von damals von BMW und ziemlich genau 60 Jahre nachdem Sie ihn aus dem Programm genommen haben, starten Sie jetzt dann richtig durch? Genau, ja, ich glaube, wir können da sicher an den Erfolg anknüpfen und wer weiß, vielleicht können wir die Isetta noch übertrumpfen, was die Stückzahlen anbelangt. Das würde mich natürlich freuen. Vom Übertrumpfen her hängt natürlich vom Preis ab. Was schwebt Ihnen denn preislich vor? Ja, preislich wird es so bei rund 12.500 Euro liegen. Und das natürlich mit der kleinen Batterie. Die genauen Preise werden wir dann mit dem Launch des neuen Konfigurators präsentieren. Also dazu dann später mehr. Gut, das ist natürlich dann schade, diese 12.500 Euro prinzipiell ja, aber in Deutschland gibt es ja die Zulassung, die Zuschüsse nur für größere Autos. Das ist ein bisschen schade. Das ist im Moment echt schade. Also der Umweltbonus ist halt begrenzt auf richtige Autos, also vollwertige Autos, und da zählen wir leider nicht dazu in unserer Fahrzeugklasse. Obwohl, sage ich jetzt mal, vom Umweltaspekt wir natürlich rund 60% weniger Energie brauchen pro gefahrener Kilometer. Und also ich sage immer so als Vergleich, um so ein bisschen auch die Nachhaltigkeit zu zeigen, der gesamte Microlino inklusive Batterie, inklusive Insassen, wiegt weniger als die Batterie eines Elektro-SUVs. Also einfach mal um diese Und in Summe, wie viele Kilo sind das dann mit Passagieren? Mit Passagieren sind wir da dann schlussendlich bei rund etwa knapp 600 Kilogramm. Dann ist kein Wunder, dass man damit dann auch mit einer kleinen Batterie relativ weit kommt. Genau. Das heißt also, dann komme ich mit 2 Euro Tankladung 100 Kilometer weit. Genau, richtig, ja. Sie haben vorhin den Konfigurator angesprochen. Der kommt dann demnächst am Markt, aber den können Sie, glaube ich, schon zeigen. Genau, wir können den kurz anschauen. Wir haben, da haben wir eigentlich auch mal einen kleinen Sneak Peek in den Konfigurator. Eben wie gerade angetönt, wir haben eigentlich drei Editionen, die auf den Markt kommen. Beginnen mit der Urban Edition. Das ist so ein bisschen die Einstiegsversion, die wirklich so ein bisschen reduced to the max ist. Also wirklich nur das Nötigste drin hat und eigentlich so ein bisschen die Basisversion ist. Die ist auch in zwei Farben erhältlich, in Santorini White und in Amsterdam Orange. Und dann haben wir noch zwei Premium-Varianten. Einmal den Dolce. Der Dolce ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal, vom Aussehen her natürlich vor allem für die Leute, die sich so ein bisschen den Retro-Touch wünschen beim Fahrzeug, und hat dann auch die Lichtleiste, die durchgehend ist, und hat dann dazu natürlich auch noch ein passendes Interieur im Inneren,
das wirklich auch wertig ist mit veganem Leder und Stoff. Dann haben wir noch die dritte Version, das ist die Competizione. Das ist so mehr ein bisschen ins Moderne, Futuristische genommen. Das ist die wir jetzt gerade genau, angeschaut haben. Genau, das ist die, die wir angeschaut haben. Das ist grundsätzlich mit den matten Bodyfarbe und dem glänzenden schwarzen Dach sieht das eigentlich wirklich noch relativ futuristisch aus. Genau, aber so von den Specs, also sagen wir mal von der Reichweite oder von der Motorstärke, das ist eigentlich bei allen Editionen das Gleiche. Es geht mehr so ein bisschen um das Styling schlussendlich. Und dann die vom Styling her sehen wir hier schon die Zubehörteile, die man auswählen kann im Konfigurator, auch dann die verschiedenen, passend zur Farbe des Fahrzeugs, wahrscheinlich das Bändchen zur Außenfarbe, genau. Also das Bändchen ist eigentlich passend zur Außenfarbe. Da haben wir nochmals so ein bisschen die Premium-Varianten, wie es im Interieur aussieht. Das ist dann Competizione in der Basis, Competizione Premium und dasselbe nochmals für Dolce eigentlich. Gut, zur Karosserie nochmal. Die haben Sie hier so schön aufgebaut. Aus welchem Material wird die denn sein? Ja, also die ist eigentlich aus gepresstem Stahl und alles, das so ein bisschen silberfarben ist eigentlich Aluminium. Das heißt, vor allem die Heckklappe da ist aus Aluminium, der Rest, der schwarze Teil, ist aus gepresstem Stahlblech und gibt dem Ganzen halt eine hohe Festigkeit und ist wirklich, wir gehören eigentlich zu den Ersten, die in dieser Kategorie so eine selbsttragende Karosserie auf den Markt bringen. Von dem Gewicht haben wir ja schon gehört, die Abmessungen habe ich vergessen zu fragen. Genau, die Abmessung, also die Länge des Microgreens ist rund 2,5 Meter und ist etwa ein bisschen unter 1,5 Meter breit und etwa 1,5 Meter, also 1,4 Meter hoch. Und da hat man dann auch vernünftig Platz? Definitiv, also vorne hat man wirklich eigentlich genügend Platz und auch im Kofferraum hat man mit rund 230 Litern eigentlich genügend Platz ich nehme immer als Vergleich den Rimowa-Koffer, den großen, also wenn der reingeht, dann passt. Das werden wir uns dann jetzt gleich bei der deutschen Version, dieser schönen in grün, in italienischem Look, dann mal anschauen. Genau, schauen wir uns an. So, jetzt sind wir eigentlich bei der Dolce Edition, wie man auch so schön sieht mit der Paris Mint Farbe und dem weißen Dach. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie es drin aussieht. Das heißt, es ist so klassisch wie früher bei der Isetta, der Einstieg angelehnt. Genau, der Einstieg vorne mit dem Unterschied, dass natürlich die Lenksäule nicht an der Tür angebracht ist, sondern die steht jetzt fix. Einfach aus Stabilitätsgründen etc. Haben wir das geändert sozusagen. Und dann können Sie mir mal die Einrichtung ein bisschen erklären. Genau, gerne. Ich steige mal ein. Also es ist eigentlich relativ simpel im Cockpit. Man hat zwei Displays. Vor allem natürlich den Tacho. Und hier hat man eigentlich ein Touchscreen, wo man unterschiedliche Infos kriegt oder unterschiedliche Einstellungen hat, wo man die Heizung einstellen kann etc., Belüftung und so weiter. Also es findet eigentlich alles da statt. Navigation hat es nicht verbaut, sondern da ist eigentlich die Idee, dass man sich an diese Bar hier, an diese Aluminiumbar, einen Smartphone-Holder hinmachen kann und eigentlich über das Handy dann die Navigation starten kann. Die ganze Sitzbank kann ich wahrscheinlich verschieben für die unterschiedlichen Körpergrößen. Kann man verschieben, genau. Und der Innenraum bietet genügend Platz. Hier oben haben wir noch das Faltdach. Das kann man eigentlich mit einer Hand auf und zu machen. Und das muss man noch wissen. Auf der linken Seite haben wir die ganzen Gearshifter, also wirklich um den Gang einzulegen. Und in der Mitte hat es noch ein kleines Gimmick, und zwar hat es den Sport Mode. Also wenn man mal an der Ampel ein bisschen schneller los muss, dann kann man den einstellen und dann hat man ein bisschen mehr Power. Von der Körpergröße her 1,90 Meter, 1,95 Meter müsste wahrscheinlich dann hier noch gehen. Ja, das passt. Es kommt natürlich immer auf den Ratio zwischen Beinen und Körper darauf an, aber da sind schon sehr, sehr große Leute drin gesessen. Genau. Und diese Fenster sind Schiebefenster? Genau, die kann man eigentlich einfach von Hand schieben. Da war es für uns eigentlich nicht wichtig, dass man da irgendwie einen Elektromotor noch extra einbaut, um für die Fensterheber. Klimaanlage werde ich wahrscheinlich keine erwarten können. Nein, wir haben eine Heizung verbaut.
Wir haben eine Belüftung, aber keine Klimaanlage. Das ist so ein Punkt, der voraussichtlich dann in einem Model-Update kommen wird. Gut. Dann können wir uns noch den Kofferraum anschauen, dass wir sehen, der hat tatsächlich einen Platz für Gepäck. Jetzt steigen wir wieder aus. Genau, im Kofferraum hat es eigentlich auch relativ genügend Platz, um den wöchentlichen Einkauf zu tätigen. Eben sind, wie gesagt, um die 230, 250 Liter. Also und bis zur Oberkante sitzt genau, hier geregelt. Genau, richtig. Genau. Und das heißt, der ganz normale klassische Einkauf inklusive zwei Kästen Mineralwasser, Bier oder das so. Das bringt man sicher sehr gut rein. Ja, also das kann ich bezeugen. Also die zwei, drei Bierkästen bringt man locker rein, ohne Problem. Gut, und dann in der Version dann als Deutsche mit Schiebedach und mit der größten Batterie, wo wird er dann ungefähr dann preislich liegen? Ja, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Die Preise werden erst eben mit dem Launch des Konfigurators bekannt gegeben. Aber ich sag so, um den Dreh rum eben bewegt sich bei der Basisversion bei rund 12.500 und wird dann so bis um die 20.000 Euro liegen für das top ausgestattete Modell. Gut, dann bedanke ich mich für die tollen Vorstellungen für das Fahrzeug. Ich wünsche viel Erfolg bei der Markteinführung nächstes Jahr. Vielen Dank, merci, danke.